Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Meine Liebe zur englischen Literatur wurde geweckt durch eine Englischlehrerin, die ich während meiner Abiturszeit hatte in den 60er Jahren. Und sie hat es verstanden, mir Literatur ganz allgemein, die Liebe zur Sprache zu öffnen. Und auch vor allem und ganz speziell die Liebe zur englischsprachigen Literatur. Diese Lehrerin war Direktorin unserer Schule. Sie war keine gute Pädagogin, aber sie konnte Texte hervorragend interpretieren und sie konnte sie überraschend interpretieren und es konnte uns Mädchen in unserem Mädchengymnasium damals für diese Literatur begeistern. Sie war sehr, sehr streng. Und alle in der Schule hatten Angst vor ihr, einschließlich des Lehrerpersonals. Sie war eine Lehrerin, wie man sie sich im Bilderbuch vorstellte, nämlich graue Haare, Mittelscheitel, strenger Dutt, ein Pferdegebiss. Und sie war damals schon in den 60er Jahren eine Frau Doktor, wollte auch so angesprochen werden. Und wie gesagt, wir alle hatten Angst vor ihr. Aber sie hat mir die Augen geöffnet für die Literatur, für die Schönheiten der Sprache und für die Möglichkeiten einer Textinterpretation. Das ging so weit, dass als ich dann Abitur gemacht habe, ich ein Buch gestohlen habe. Und dieses Buch steht noch heute in meinem Bücherschrank. Ich habe in meinem Leben zwei Bücher gestohlen. Eins davon ist dieses. Und es gehörte dem Englischunterricht an und es heißt The Word Sublime, Poetry of the English Speaking Communities, vierte Auflage 1967. Dieses Buch habe ich dann nicht zurückgegeben, als das Abitur vorüber war, sondern ich habe es bei mir gelassen und heute steht es, wie gesagt, in meinem Bücherschrank. Und aus diesem Band möchte ich Ihnen ein kleines Gedicht vorstellen, das von der amerikanischen Autorin Emily Dickinson stammt. Emily Dickinson wurde geboren am 10. Dezember 1830 in Amherst, Massachusetts. Und sie starb auch dort am 15. Mai 1886, wohl an einem Nierenleiden. Sie gilt als eine der bedeutendsten amerikanischen Dichterinnen, stammte aus einer kalvinistischen Familie, aus einer sehr strengen, sehr evangelikal-kalvinistischen Familie. Der Vater war eine wichtige Person in der amerikanischen Gesellschaft, er war Rechtsanwalt, Schatzmeister des Amherst Colleges, das Emilys Großvater gegründet hatte. Zeitweise war er sogar Kongressabgeordneter. Und Emily ist schon mit 4 Jahren eingeschult worden. Sie hat alles gelernt, was zu einer guten Mädchenschulung gehört, ist dann ein Jahr mit 17 auf die Holy Oak Female Seminary gegangen, einer sehr konservativ-evangelikalen Schule für Mädchen, hat es aber dort nur ein Jahr ausgehalten und ist dann in ihr Elternhaus zurückgekehrt, hat sich immer mehr vom gesellschaftlichen Leben zurückgezogen, weiße Kleidung bevorzugt und geschrieben. Sie hat weit über 1700 Gedichte hinterlassen. Emily hat keine Kontakte mehr nach außen gehabt. Die einzigen Kontakte, die sie hatte, waren ihr Bruder und dessen Frau, ihre Schwester und ein Geistlicher. Sie hat aber einen regen Briefkontakt gehabt, auch zu ihrem Verleger, ist sie, glaube ich, nur zweimal in ihrem Leben begegnet. Schon kurz nach ihrem Tod hat er dann ihre Gedichte herausgebracht, aber
Man war sich eben über die korrekte Form dieser Gedichte nicht ganz im Klaren. Und so ist diese, sind diese ersten Veröffentlichungen nicht ganz, so sagen wir mal, kritisch zu nehmen. Eine erste wirklich kritische Gesamtausgabe in drei Bänden kam dann 1955 heraus und eine moderne Gesamtausgabe 1998. Emily Dickens hat einen ganz begrenzten Erfahrungsradius gehabt. Sie hat immer zu Hause gewohnt, in ihren vier Wänden, in einer ganz kleinen, überschaubaren Welt. Aber sie hat es verstanden, durch ihre Imagination, durch ihre Fantasie, das ganze Universum zu bereisen. Die Themen ihrer Gedichte waren die Natur, die Liebe, der Tod, die Todessehnsucht und der Verzicht. Ihre Lieder sind geprägt vom puritanisch-calvinistischen Denken, aber sie sind nicht religiös. Ihre Verbindung zum Kosmos, zum Universum ist religiös, schwärmerisch angehaucht, aber ohne evangelikale, puritanische Dogmen. Sie ist also in dem Sinn keine religiöse Dichterin. Sehr, sehr typisch für dieses Amerika, das ja ein sehr evangelisch-protestantisch geprägtes Land geworden ist. Das kleine Sommergedicht, das ich Ihnen vorstellen will, ist ganz einfach zu verstehen. Ich brauche es also auch nicht ins Deutsche zu übersetzen. Es handelt davon, dass man sich eine Landschaft, eine Sommerlandschaft durch Träumerei, Imagination vorstellen kann. Man macht sich eine Graslandschaft, eine Prärie, wie sie so typisch ist für dieses amerikanische Land, dadurch, dass man sich eine Kleepflanze vorstellt und eine Kleepflanze hat und auf diese kleine Kleepflanze fliegt eine Biene. Man braucht also nicht mehr als einen Klee und eine Biene und vor allem Reverie, Träumerei, Imagination. Und der Witz an diesem Gedicht ist, dieses Gedicht, das sehr gefühlvoll, sehr romantisch daherkommt, endet sehr witzig, sehr in einer sehr witzigen, sehr lakonischen Pointe, die besagt, dass man eigentlich auf alles verzichten kann. Man kann auf alle Anreize, die einem eine Welt gibt, verzichten. Aber was man dringend braucht, das ist die Möglichkeit, die Fähigkeit zu träumen, Imagination. Man kann sich die Welt mental erschaffen, im Geiste erschaffen, ohne sich an die Dinge, an die materielle Welt klammern zu müssen. Das Gedicht geht folgendermaßen. To make a prairie, it takes a clover and one bee. One clover and a bee and reverie. The reverie alone will do if bees are few.